Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Battlefield 3, dieses Mal mit Richard. Ha, ich bin immer noch Noob, aber naja. Ja, das willst du ändern, ne? Bin ich auch. Das ist übrigens Razor, hier. Hier, oh. Da. Ach, da. Ich hab grad auf deinen Namen geklickt. Gepointet. Ach so. Übrigens wieder in Full HD, jetzt habe ich allerdings auch die Maxi... Ja, jo, geil, ich hab den gekriegt. Hä, wo bist du? Wollen wir in ein eigenes Squad gehen, damit wir auch spawnen können beieinander? Wir können beieinander spawnen. Hä? Haja. Ist der schon hinten halt? Oh lol. Da oh halt, Moment, ich muss gerade mal den Ton testen, ob meine Stimme im Verhältnis und bla bums hier ist. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Oh, halte dich, halte. Ah, das bist du gar nicht. Toll. Hätte ich das gewusst, hätte ich den nicht reanimiert. Holen wir uns mal das Auto, oder? Oder? Nee, doch nicht. Ich renne jetzt einfach so hier lang. Ah, ich bin bestimmt gleich wieder tot. Ich auch. Ah, nee, ich habe schon einen Kill gemacht. Gerade vorhin. Da hat er mich angeknallt. Da habe ich den einmal getroffen. Hast du ihn getroffen? Ja. Einmal habe ich ihn getroffen und zack, Kill gemacht. Das war cool. Oh, lol. Fuck, ist er ein Panzer? Da war einer. Ja. Ja, ich habe eine Wahnsinns-Auffassungsgabe. Meine Eltern sind so stolz auf mich. Bist du tot? Geil. Ja. Scheiße. Haltet durch! Nein. Aber spawn mal nicht, gell? Ich probiere dich noch zu reanimation. Willst du überhaupt, wo ich bin? Ja, ich sehe dich. Ich bin direkt bei dir. Oh, nee, oder? Bist du gejoint oder was? Nee, oder? Scheiße. Nee. Och, Mann. Gerade wollte ich dich reanimieren und... Boah, lol. Von wo? Oh, fuck. Bist du tot oder was? Nein. Das Video musst du dir dann mal angucken. Ich war direkt vor dir, gerade auf Reanimieren geklickt, zack, war's weg. Hab ich schon gesehen, wo ich gerade spawnen wollte. Ja, Alter, der Panzer, ne? Oh, scheiße, ich dachte gerade, das wäre ein Gegner. Ich hab gehofft, das wäre ein Gegner. Bist du schon wieder am Aufnehmen? Ja, schon lang. Ach komm, ich spawn jetzt mal woanders. Ja, ich noob jetzt mal mit dem Jet rum. Oh, was heißt hier rumnooben? Jet muss man schon können. Da gibt's nichts Noob. Doch, ich kann rumnooben. Ah ja, übrigens, man hatte mir... Oh, fuck. Ja, da war definitiv ein Gegner. Man hat mir gesagt, so ich soll doch in diesem Farmblinden-Modus da zocken. Uah, fuck. Hä, warum das? Fuck doch! Nein! Ja, geil! Ich hab den noch gekriegt, Mann. Ey, das musst du dir reinziehen, Mann. Wie wir umeinander rumgehüpft sind. Cool. Man hat mir empfohlen, in diesem Farbenblinden-Modus zu spielen. Allerdings, da das Video schon Monate alt ist, ist es auch schon veraltet, logischerweise. Also ich spiele schon länger in diesem Farbenblinden-Modus und es ist echt viel besser. Man erkennt viel besser alles. Zumal ich ja farbenblind bin. Oh fuck. Hä, warte mal, Farbenblindheit, wo kann man das einstellen? Bei Grafikeinstellungen, Hilfe bei Farbenblindheit. Das ist ziemlich geil, dann sind die Gegner rot und ja, normale Teammates blau und deine Teammates gelb. Also die erkennen, also Squad-Mitglieder gelb. Die erkennst du dann sehr gut. Du bist gar nicht mehr in meinem Squad oder schon nicht mehr in deinem. Hä, WTF? Ich wurde rausgekickt. Nein! Bist du im Gegner-Team? Nee, du bist nicht im Gegner-Team, oder? Nee. Warte kurz, ich komme in dein Squad. Mal gucken, in welchem du bist. Du bist in... Ja, wo bist Delta. Du? Delta. Ah, ist ein neues aufgemacht. Gut, jetzt bin ich drin. Schnell, mach zu, wir sind Egoisten! Nein, mach nicht zu. Oh, davon ist einer. Na, irgendwie ist das viel farbenfroh, oder? Kann das sein? Farbenfroh. Ja, so farbenblinde. So kann man es auch ausdrücken. Nee, die Farben sind halt, haben halt einen intensiven Unterschied zueinander. Dass man als Farbenblinder keine Farben sieht, sondern einfach, ob die Farbe sehr hell oder sehr dunkel ist. Also das finde ich gut, da nehmen die sehr viel Rücksicht. Wo bist du? Oh, warum joinst du immer am Spawn? Ist doch blöd. Na, dort, wenn ich bei dir spawnen will, bin ich immer instant tot. Oh, da ist ein Gegner. Ach, der scheiß Chat, ne? Schon wieder. Fuck, hoffentlich rennt er mir jetzt nicht nach. Lol. Hey, geil, was ich hier wieder für Kills mache. Auch gestern bei der Aufnahme schon. Das war eine richtig geile Runde. Da vorne ist wieder ein Gegner. Lol. Oh, nee, ein RPG.
Warum bin ich rausgeflogen? Aus dem Spiel oder? Verbindung zum Spiel verloren. Hä, da steht eine Begründung dran meistens. Ne, bloß Verbindung verloren. LOL, warum oh, das? Nee. Kommst du mal rein? Das ist der Kacke. Oder? Ja, ich versuch's. Ah, fail. Auf toll. Was hast du eigentlich in GTA 4 für eine Sichtweite eingestellt? 40, glaube ich. 40 oder 50. Und der Rest alles so hoch. Detaildistanz habe ich mal auf 100, Fahrzeugdichte auch 100. Und also der Rest so alle Qualitäten so auf 100. Also auf hoch. Nicht sehr hoch? Haha. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ist das ein Gegner? Oh, das ist ein Gegnerpanzer. Ich renne da zu dem hin. Dann stehe ich so voll neben dem und so und dann so, hoppla, Gegnerpanzer. Nein, ey, ich drück immer 3 anstatt 4, ey, das ist echt schlimm. Wir können ja dann nochmal eine andere Map probieren, oder? Weil irgendwie liegt die mir, glaube ich, nicht so gut. Eine andere Map oder einen anderen Server? Beides. Ah, okay, ja gut, soll ich jetzt einen Schnitt machen, meinst du, oder was? Nee, nee, wir können jetzt noch dort spielen, der ist sowieso Achso. gleich vorbei. Ja gut, was heißt gleich, die Runde ist gerade zur Hälfte rum, circa. Aber wir sind gerade im Gewinnerteam, das kommt vielleicht auch nicht mehr so schnell vor. Was habe ich eigentlich für eine KD? 4-2. Juhu! Aber vorhin ohne Scheiß, der Kill war immer richtig göttlich. Naja, falls ich noch nicht gesagt habe, ich bin hier, ich habe meine Rendereinstellungen, die optimalen jetzt gefunden. Die Qualität ist jetzt ziemlich gut. Und die Videos sind gleich groß wie bei 720p, das wundert mich immer ein bisschen. Aber ich naja. Finde es okay, das ist ja wurscht. Aber dafür beim Aufnehmen viel größer, oder? Scheiße. Die Dateien, ja, ja klar, viel größer. Dreimal so groß oder so vielleicht. Das oder, ist so der oder Nachteil. Doppelt so groß, sagen wir mal doppelt so groß. Aber das ist ja im Prinzip egal, die werden ja eh direkt gerendert. Und dann wieder gelöscht, also von dem her ist es eh nicht so wild. Aber hier unten war vorne noch ein Gegner. Auf den Server komme ich irgendwie nicht mehr, warum auch immer. Och Mann, ey. Na, mach du dort mal noch weiter, ich warte. Und probiere noch drauf zu kommen. Hilfe bei Kill durch Niederhaltung. Dreimal. Da waren 3 Typen im Auto. Für alle habe ich Hilfe bei Kill durch Niederhaltung. Und alle 3 sind jetzt tot. Aber davon ist noch einer aus meinem Team. Den kann ich noch reanimieren probieren. Reanimieren probieren. Bitte joint der nicht. Wehe, der joint jetzt und ich bin... Ja, geil. Funktioniert. So, da war nochmal einer. Der ist ganz oben natürlich. Natürlich. Ja, wieso kannst du da nicht mehr drauf joinen? Das ist doch voll scheiße, Mann. Ach man, nee, scheiß drauf, dann gehen wir gleich in den neuen Server. Also bis gleich dann. Ja, bis gleich. Da sind wir wieder. Neuer Server, neues Glück. Oder auch nicht. Auf seine Überquerung. Also war wohl eher kein Glück. Ach lol. Aber egal. Da kam ja. Instant so ein Panzer. Ja, und ich join bei dir. Ich join bei dir und sag, pfff, Panzer. Bandor. Bandor. Vorne kommt so ein EOD-Bot. Den will ich tot machen. Hilfe bei Fahrzeugzerstörung 92. Cool. Seit wann gibt es so viele Punkte, ey? Wusste ich gar nicht. Ich wusste noch nicht mal, dass man bei denen Hilfe bei Kill kriegen kann. Na, jetzt weiß ich. Zerstörung, besser gesagt. Ach, der ist tot. Lol. Geil. Oh, da ist der Gegnerpanzer. Ah, markieren werde ich den noch. Sputten. Oh, lol. Da ist er noch. Da ist er noch. Pass auf. Habt ihr ihn? Ich habe gestern so... Nee, warte. Ich habe aber gestern so richtig viele Kills durch Granaten. Guck jetzt schon wieder. Ich krieg so viele Kills durch Granaten. Das ist echt nicht mehr ah, normal. Ah, scheiße. Kacke. Warte kurz. Bin gestorben. Nein, nein, nein. Oh, fuck. Jetzt kommt von hinten einer. 3-0. 3-1 jetzt, Alter. 3-1. Alter, Falter. Da ist er richtig drauf. Finish gut. Also ich müsste es mal rechnen. Auf meiner Festplatte jetzt habe ich 160 GB frei. Also 150, knapp 140, sagen wir so. Für Videos. Sagen wir mal circa für einen Part 30 MB, Gigabyte. MB wäre schön. 30 GB für einen Part. Dann hätte ich für 2 Parts 60, für 3 90, also das sollte für 5 Parts circa reichen, also für 5 Videos besser. Das ist aber immer relativ wenig, ne, wenn du mal keinen Bock auf Rendern hast. Wie groß ist die Festplatte jetzt?
160 Gigabyte. Also steht drauf, minus abzüglich von, keine Ahnung, von ein paar Gigabytechen halt. Aber ja, das ist ja nicht so viel, was da fehlt. So 10 oder 15 Gigabyte. Nicht so viel. So, wo sind denn hier mal Gegner? Da, wo wir nicht sind, habe ich so das Gefühl. Ja, ich leider auch. Ah, fuck. War da einer? Oh, davon habe ich einen gesehen. Nein, komm! Oh, bitte streck deine hässliche Wichsfratze nochmal da. Um die Ecke. Da nochmal, bitte. Hallo, ich habe nicht getroffen. Nochmal. Hallo. So ein Schorfsickel. Sind wir Angreifer? Nein, wir sind Verteidiger. Toll. Lol, wo ist denn der? Tot. Geil. Nein, nein, oh Mann. Oh lol. Nein, da war ein Gegner, den hätte ich sogar noch haben können. Voice, Horschme, Scar H, die nehme ich jetzt auch mal, ihr Pisser. Das ist voll die Nahkampfwaffe, ey. Scar H, was habe ich denn da für Boni drauf? Mach mal dieses Zielwiese da runter. Runter. Ich komm mal bei dir rein. Hör mal. Ja, mach das. Oh oh. Ja, ich hab Hilfe! Nein. Oh, Alter, von überall, Mann. Von hinten, von vorne, von oben und unten wird mir hier durchgenagelt, ey. Das ist echt unglaublich hier gerade. Oh Gott. Ich nehme lieber wieder Sunny Töter, dann kann ich mich wenigstens selber heilen. Ich muss mal kurz hier bei Ausrüstung so. Was machen wir jetzt mal? Mach ich die M416 so. Die ist geil. Die Übrigens, ich bin irgendwie auf den Geschmack gekommen, Waffen ohne Visier zu benutzen. Oder teilweise ohne Visier, habe ich oft Bock. Oh. Weil die einfach geil aussehen. Ob das mit Farben hier Blindheit aktivieren, weiß schon nicht. Denkst du, es hilft so? Also mir hilft es auf jeden Fall. Ganz, ganz dolle. Scheiß Panzer. Aber ich bin auch farbenblind. Ja, ich mach mal hier das wieder raus. Nein! Ah, Mann, ey, voll der Hacker, ey. Der tötet mich die ganze Zeit. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen leiser aufregen. Mir fallen immer fast die Löffel ab, wenn ich meine Videos so Probe anhöre. Option, ja, komm, hier. Dieser Motion Blur-Effekt ist ja auch ziemlich krass hier, wenn man auf den auf Maximum hat. Oh, fuck. Ha, Kumpel, ich reanimiere dich. Reanimiert dich. Ich bin angebettelockt worden. Von wem denn? Keine Ahnung. Ich hab's nur gehört. Piep. Oder ein Kampfbericht, aber das glaube ich ja nicht. Komm schon, ich würde jetzt mal interessieren, wo da der Gegner ist. Oh, dann sehe ich schon. Hi. Geil. Der war stylisch, der Kill, muss ich gerade hier mal zugeben. Den treffe ich von dort nicht. Ich glaube, da ist ein Panzer. Panzer! Bin mir aber nicht so sicher. Shit. Oh, lol. Ha! Rolly Georgia. Haha! Ich hab dich! Der hat sich vor mir hingeschmissen, gell? Ich so ganz gechillt, ganz langsam. Leg mich erstmal gemütlich auf den Boden, gell? Warte, nein! Och nö, ey! Wie konnte der mich jetzt sehen und ich den nicht, ey? Ohne Scheiß Hacker, eine andere Erklärung gibt es ja wohl nicht. Ohne Witz. Ziemlich an die M16A3 ohne Visier. Mal gucken, wie die so abgeht. Nein, M16A3, so. Anpassen. Visier, Reflex, offene Visierung. Denkst du, dass hier Schalldämpfer was bringt? Ah, nee. Also es dämpft halt einen Schall, klar, aber es zieht halt auch übelst an Damage. Also mit Schalldämpfer brauchst du mal so ungefähr nochmal halb so viel Schuss oder so, bis ein Gegner verreckt. Du meinst doppelt so viel.
weiß nicht genau, ich habe den immer deaktiviert, aber auf jeden Fall hat mich so ein Typ mit einer Small gerade weggenommen. Das ist schon wieder typisch so eine Runde wie Scheiße. Aber es ist okay eigentlich. 7 zu 6? Wann habe ich 7 Kills gemacht? Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich sehe hier rein gar niemanden. Nein, pass auf, schnell hinter dir. Oh. Lol. Ja. Auf, das musst du dir merken, wenn jemand tot umfällt, niemals reanimieren. Du verreckst immer. Immer. Es, du kannst nicht reanimieren, ohne zu sterben fast. Du musst erst gucken, ob alles sicher ist und dann erst reanimieren. Den Fehler mache ich nämlich auch immer. Immer. Dann mache ich jetzt mal hier offene Visierung und oh, schwerer Lauf. Oh, oh, das war gerade nicht gut. Ich bin fast tot. Oh, da gammelt schon wieder oben einer tot rum. So, ich habe genug Leben. Kann ich mal hochraschen und umbringen. Den umbringen, reanimieren meine ich. Mann, nimm Defri raus. Mann, komm. Mach. Ja, der konnte wieder nicht reanimieren. Der ist voll Idiot. Ist hier oben eigentlich ein Gegner? Nö. Alter. Ey, wie es hier abgeht. Nur Granaten. Heftig. Das sind diese M320 Pisser. Teile. Ja. Oh, Richard hat fucking gesagt, das ist eine Premiere, müssen wir aufnehmen. Ja. Hey, Moment, wir nehmen das ja auf, Idiot. von wo? Ha, denkt er ernsthaft, der hätte noch eine Chance hier. Scheiße. Ach, da, direkt vor mir liegt so ein Toter und ich schieb es nicht, mach mal Chat aus. Hier. Ach, schon wieder ein Kill gemacht, das ist auch schön. Ich glaube, man darf nicht so auf die KD gucken. Dann ist es auf einmal immer gut. Finde ich voll cool. Weil immer, wenn ich so auf die KD gucke, dann bin ich viel zu nervös und dann läuft irgendwie gar nichts mehr. Was? Wieso liegt der da drin, dieser Camper? Ey, gibt es nicht, ey, ohne Scheiß. Mm. Du Arsch, wieso hast du mich reanimiert überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ah, okay, schade. Irgend so ein Arsch hat mich reanimiert, obwohl ich gerade getrunken habe. Arschi. Oh, ich glaube, da ist gerade einer tot. Ja. Ja, toll, Granate hier. Jetzt muss ich mich erstmal wieder regenerieren. Renegener, blabla, Bums. So, ich rushe mal über die Straße. Geronimo! Ah, geh weg! Boah, geschafft.